aufschlussreiche Aufzeichnung. Nach Monaten der Forschungen der Experimente bin ich gezwungen zu folgern, dass der Pesthauch des Blutsteins, an dem ich leide, unheilbar ist. Ich bin nicht alleine, Hunderte sterben jedes Jahr daran. Tausend weitere müssen jeden Kontakt mit dem Blutstein meiden, denn schon die geringste Dosis könnte einen zytotischen Anfall auslösen. Wie es scheint, besteht die einzigste echte Lösung darin, die Quelle der Infektion zu entfernen. Allen Blutstein überall zu vernichten. Bislang war das nicht realistisch. Ich glaube dir jedoch, dass durch Urdrax Niederlage ist mein Heilmittel gegen den Pesthauch des Blutsteins endlich in greifbare Nähe gerückt. Also der Alchemist ist schon ganz schön durchtrieben mittlerweile. Der hat, glaube ich, den Verstand verloren dadurch. Nein, 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 nein. Ich wollte keinen Bosskampf. What the fuck? Ich wollte keinen Bosskampf. Nein, 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 nein. Ich habe nie gesagt, dass ich einen Bosskampf will. Hallo? Mana? Stirb bitte, Alter! Ich brauche mehr Mana. Euer Begleiter ist geflohen. Kann man verstehen. Alter! Der Sack hat mich geone-shottet! Boah. Nein, 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 Katze. Nein, Katze. Erst gucken wir uns die Aufzeichnung an. Wenn das der Bosskampf ist, dann will ich da zum Schluss hin. Da ist die letzte Aufzeichnung. Aufschlussreiche Aufzeichnungen. Es muss einen Weg geben, die Kräfte des Herzens zu steigern. Vielleicht indem man sie den Elementarmächtern entzieht. Sie verfügen über unfassbar große Macht. Und jeder von ihnen könnte Utrachts Herz so stark überladen, dass es für die Aufgabe mehr als ausreichend wäre. Aber über den Entzug der Energie der Wächter... Aber würde der Entzug der Energie der... Würde der Entzug der Energie die Wächter töten, würde das zugehörige Element dann zurückspielen oder ganz verschwinden? Ich muss die Spende auf mehrere Wächter aufteilen. Es ist unwahrscheinlich, dass sie sich freiwillig von dieser Energie trennen. Ich muss mir nehmen, was ich brauche und beten, dass später noch Zeit für Entschuldigungen ist. Also... Der Typ an sich ist, glaube ich, gar nicht böse. Der hat einfach nur so komplett den Verstand verloren und denkt jetzt, dass das, was er macht, richtig ist. Und wenn Menschen denken, dass das, was sie machen, richtig ist, dann macht das sie ja nicht böse. Das macht sie einfach nur verblendet, würde ich sagen. Okay, 5. Der One-Shot, der Sack. Seht ihr das? Der killt mich mit einer Eislanze oder was das ist. Boah. Okay. Boah. Heißt also hinten bleiben und warten. Weil wie weit das geht? Alter. Ich darf auch danach nicht reinrennen. Ui, so funktioniert es aber. Au! Boah, Alter, hast du gesehen? Lass mich in Ruhe. Okay, immer erst anketten. Und dann schießen. Oh. Ich weiß, vielleicht sind die Heilränge, die ich nehme, übertrieben. Aber ohne Spaß, ich möchte jetzt hier nicht mehr als... Ich muss jedes Mal 1000 Gold dafür bezahlen, wenn ich hier voll dick verkacke. Alter, was für eine Reichweite der hat. Seht ihr das? Ich war voll live. Der hat mich einfach gekillt, weil ich drin stehen geblieben bin. Wie hart. Hat der mich gerade... Mann hat mich gerade hier runtergeschleudert. Mann, vor allem, das Vieh ist eine Mischung zwischen hässlich und fett.
Wow. Wie der meine Katze einfach platt macht. Und man muss mal dazu sagen, ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich unbewaffnet bin. Ich habe eine... Idiot. Ich habe eine übel krasse Eisverteidigung. Ich habe fast 100 Eispanzer. Das ist mehr, als ich von allen anderen zusammen habe. Und da macht der Typ mir so einen Schaden. Da kann man sich das mal vorstellen. Also, ich will nicht wissen, was passiert wäre, wenn der jetzt Gift gewesen wäre. Uiuiui, Junge. Vergessene Truhe. Was hat denn der jetzt wieder gemacht? Lässt die Katze mal 5 Sekunden alleine? Macht sie hier sonst was? Alles klar, na dann. Portal zur Oberfläche. Boah, wir haben 3 Anläufe gebraucht für das Vieh. Harter Tobak, harter Tobak. Ja, ich höre das Halsband von dir. Diese Notizen sind sehr aufschlussreich. Offenbar hat der Pesthauch des Blutsteins beim Alchemisten eine Demenz verursacht. Die Texte werden immer verrückter. Aber, er hat seine Rüstung getragen, er hat Udraks Herz geführt und er hat die Wächterin des Wassers angegriffen. Was, wenn ein Körnchen Wahrheit an seinem Wahnsinn steckt? So sollte man ehrlich gesagt gar nicht anfangen mit denken. Aber na gut. Wir haben bekommen diese Schuhe. Bringen Vitalität. Nee, erfordern Vitalität. Den hier würde ich auch. Das würde ich austauschen wollen. Dann müsste ich aber das Inventar wechseln. So. Mein Deutsch ist einfach perfekt. 3 Mana, 4 auf Rüstung gegen Körperschaden. Hier guckt ihr meine Eispanzer an, ne? Eispanzer und Rüstung gegen Körperschaden. Von dem anderen habe ich fast gar nichts. Also kannst du das ist. Aha. Was habt ihr hier zu suchen? Boah, hart einfach nur. Ich bin jetzt einfach mal ganz kurz hier so ein bisschen. Nee, da geht's nicht lang. Hier geht's auch nicht lang. Boah, krass. Ich würde gerne die Stadt zurück mal ganz kurz. Um mich mal neu abzugraden. Müsst ja auch bald Level 20 erreicht haben, oder? Da unten ist es Level 20. Haben wir die Hälfte schon fertig? Man könnte eventuell sagen, wir sollten uns mal... Nee, kam mal gerade her. Man könnte sagen, wir sollten uns mal noch einer Mine widmen. Um Level 20 zu erreichen. Hier ist irgendwie ein Portal, sehe ich gerade. Aber warum? Ach, Wegportal. Enklave des Terrianer. Und hier war ja irgendwo auch noch einer jetzt, den wir finden können, gell? Aha. Nee. Der war schon vorher da. Oder? Haben wir jetzt hier noch einen neuen Typen irgendwo? Ich glaube, den hat man nämlich schon vorher mal gehabt. Gerade angekommen. Kommandantin Whale nur. Der Typ hier oben ist weg. Scheint ja zu sein. Na gut, wollen wir mal gucken. Ich würde dir noch mal geben hier. Das kannst du haben, das ist alles nichts für mich. Bonus für Attribut Stärke, Bonus für Attribut, nee. Flickwerkhose beherrschend. Nein. Nein. 3 Mana, 4 Rüstung gegen Körperschaden, nein. 7 Körperschaden Rüstung, nein. Nein.
Glutstein kommt hier hoch, nicht da wieder ausrüsten, sondern hier hoch. Und Giftpanzerhalsamulett. Nein. So, gut. Was bekomme ich von dir? Ich bekomme von dir... schnellerer Angriff, Körperschaden, Körperschaden. Ich glaube, das macht schon mehr Sinn, das Ding. Momentan hole ich es aber nicht, weil es sehr teuer ist. Ich gehe mal zu Freund hier, dem. Du kannst mir eventuell mal eine stärkere Waffe besorgen. Oder auch nicht. Rüstung. Gürtel hat er nicht. Das wäre, glaube ich, gerade praktisch. Armschutz haben wir, glaube ich, einen sehr guten. Formelle Regenten. 3%, 20% Gesundheit gestohlen. Nahkampfwaffenschaden bringt uns ja gar nichts, eigentlich. Dann gucken wir mal hier zu unserem Freund. Weißt du was, junger Mann? Ich hätte doch gerne hier auf meine Pistole. Das Glück ist auf eurer Seite. Super. Übermittelt. Verzauberung 1, 15 zurückstoßen. Und dann haben wir hier nochmal. Das Glück ist mit euch. Körperschaden. Dann können wir doch sicher noch... Was will ich noch unbedingt nicht loswerden? Nächster Teil, genau, das will ich auf jeden Fall auch nicht loswerden. Deswegen können wir das ja auch nochmal verzaubern. Genau. Das Glück ist mit euch. 3% höheres Zaubertempo ist jetzt nicht verkehrt. Bei den Ringen und so bin ich mir unsicher, weil die... Naja, da kannst du mal einen Glutstein draufpacken, aber ansonsten ist das nicht wichtig. Aber wir haben irgendwo Pyrons Kurus Auge. Alles da, den Gürtel darf ich also nicht verkaufen. Das Der ist mega stark. Und da haben wir Verzauberung 60 Gesundheit erhalten. Krass. Dann verzauber ich mir die hier nochmal. Aha, wir haben kein Geld mehr. Wir haben da hier noch so einen komischen Crab drin. Hä? Das Zeug, was ich nicht verkaufen wollte, aber mittlerweile ist es mir eh egal. Die ist zwei nicht, also brauche ich sie nicht. So. Für die Verzauberung gebe ich gerne mal ein bisschen mehr Geld aus. Da haben wir hier jetzt noch das da. Ihr habt Glück. Und was haben wir da jetzt bekommen? Da haben wir jetzt bekommen Rüstung gegen Körperschaden. Und da das sehr wichtig ist, würde ich sagen, wir angeln mal ganz kurz eine Weile. Weil ich doch gerne... Naja, das braucht zum Glück überhaupt nicht lange gerade der Kreis. Weil ich doch gerne noch ein bisschen leichte Infanteriestiefel. Hat der Fisch geschluckt? Will nicht wissen, was für ein Fisch das war oder was für kleine Stiefel das waren. Ich hätte gerne jetzt 1-2 Goldfische. Einfach um nochmal ein bisschen mehr das leisten zu können. Weiß es aber nicht, ich denke schon, dass die selten sind. Wir hatten sicher Glück, dass wir den... Ah, Mist, das war zu früh. War sicher Glück, dass wir den einen so schnell gefangen hatten. Kampfmaul. Wir können ja auch mal die ganzen anderen Fische verkaufen. Also ich glaube, ich behalte mir 3er, die ich cool finde. Und den ganzen anderen Rest verkaufe ich, weil ich benutze eh nicht mehr jetzt, weil ich kann das gar nicht benutzen. So, was haben wir da bekommen? Tunnelhai wieder. Das war zu früh. Ich könnte auch einfach wild mal mit meinem Eiszauber in das Wasserloch schießen und dann einfach alles rausbrennen. Das ergibt doch Sinn, oder? Netzfisch gefangen. Also wieder so ein ewiger Kreis, der jetzt 3 Jahre braucht, bis er fertig ist. Genau so. Netzfisch wieder gefangen. Okay. Ja, die Goldviecher scheinen echt ein bisschen seltener zu sein.
denke mal, das wird eine Weile dauern, bis wir da einen bekommen sollten, werden tun. Tunnelhaie sind eher unselten, habe ich so das Gefühl. So, Kampfmaul. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch einen Goldfisch fangen. Ne. So, der Typ da oben ist auch nicht schlecht. Meditieren. Vor einer Steinwand. Ich gehe mal hier hoch und gucke mal, was passiert, wenn ich jetzt die Fische. Verwandlung in eine Spinne finde ich geil. Schnellere Bewegungen ist auch nicht schlecht. Vampirspinne. Ach, da haben wir schon so viele. Ah, das war ein großer. Das ist ein Netzfisch, ein großer Netzfisch. Es decken sich immer nur 5. Hier haben wir einen Schakalbarsch, einen großen Schakalbarsch. Okay, die Schakalbarsche verkaufen wir mal. Prisma-Moräne, Tunnelhai, Tunnelhai, Tunnelhai. Großer Forellenbarsch. Amokfisch, Netzfisch. Warte, wir haben doch... Großer Netzfisch, genau, den nehme ich wieder zurück. Dann verkaufe ich den. Forellenbarsch, behalten wir nur die großen Fische. Großer Tunnelhai, großer Netzfisch. Prisma-Moräne, großer Schakalbarsch, großer Forellenbarsch, Amokfisch. Warte mal, groß. 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 Kampfmaul. Groß. Die sind nicht groß, aber sind spezielle anscheinend. Deswegen behalte ich die mal. Die Identifikationsräume behalte ich auch momentan mal. Die scheinen was zu bringen. Und das hat uns eigentlich gar nichts an Geld gebracht. Boah, wir müssen unbedingt den so einen großen finden. Sonst sieht das geldmäßig echt knapp bei uns aus. Oh, was? Sonst sieht das geldmäßig echt knapp bei uns aus. Netzfisch! Ich kann mal gucken, wie viel so ein Fisch überhaupt bringt. Da muss ich glaube hierher, das zu sehen. Verkauf bringt 8. Bringt 8. Bringt 13. Imitator. Großer Tunnelhai. Maulwurfbiest, Spinne, Schakalbiest. Der Tunnelhai fliegt mal weg. Amokfisch. Na gut. Das alles bringt uns jetzt nicht so viel Kohle, wie ich mir gehofft hatte. Eisglutsteinkorn. Kann man die verzaubern? Nee. Wir haben noch Stiefel, die könnte man noch verkaufen. Bringt 15, wow. Die nächste Verzauberung wäre hier drauf. Was, Moment. Wie jetzt? Ich habe keine Hose. Achso, ich habe sie ausgezogen. 1100 kostet die. Wir haben... Weniger. Wir haben weniger. Okay, Fähigkeiten. Ich habe einen anderen Inventar nicht, was ich verkaufen könnte, ne? Ich könnte die Prisma-Rollen verkaufen. Ich brauche die gerade eh nicht. Komm. Braucht ihr etwas? Was? Nein, ich will nicht alle verkaufen. Ich will dir... Kann ich dir nicht nur eine von verkaufen? Ach, die verbringen auch nur zusammen 6... Oh lol, die bringen zusammen nur so wenig. Das ist ja echt... Ja, erbärmlich.
Na gut, dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Soll das mal reichen für eine Weile, die Aufnahme, nicht, dass ich hier wieder zu viel vorproduziere. Ich habe sowieso eine ganze Menge Let's Plays momentan schon vorproduziert. Ich habe 4 Let's Plays, muss man sich mal vorstellen. Ich könnte jetzt locker momentan, ohne Spaß, ich könnte locker ein 5. Let's Play anfangen. Wenn ich besseres Internet hätte, dann könnte ich das easy machen. Aber, ich gucke mal, ob ich vielleicht irgendwelche Specials oder sowas vorbereiten kann. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin. Tschüss. Oh, der Tata. Tschüss.